Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute kümmern wir uns um einen ganz, ganz großen Klassiker von Märklin und eine Lokomotive, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich habe euch mitgebracht die Baureihe 216 in einer ganz, ganz alten Version, nämlich der 3075, also der 3075 von Märklin. Absoluter Klassiker und ein super spannendes Modell. Interessanterweise auch eine Lok, die ihr nahezu unverändert, zumindest von der Gussform, heute noch kaufen könnt. Also das Modell, was ich hier habe, stammt von eBay, habe ich gebraucht, gekauft, für ungefähr 60 Euro inklusive dem Digitalumbau. Und tatsächlich könnt ihr exakt die Gussform heute noch als neue Lokomotive bei Märklin erwerben. Kostet euch, ich glaube, offiziell 130 und je nachdem, wo ihr einkauft, in Wirklichkeit wahrscheinlich so um die 120 Euro. Und wir werden heute mal ein bisschen die Frage klären, was bekommt man, wenn man entweder dieses alte Modell kauft oder lohnt es sich vielleicht wirklich die neue Variante tatsächlich noch zu kaufen, weil es eben bewährte Technik ist. Allgemein, wenn ich mir jetzt dieses alte Modell betrachte, ich habe das, wie schon gerade gesagt, bei eBay gekauft und das ist ja immer so ein bisschen Glückssache. Ich hatte hier tatsächlich richtig, richtig Glück, also sollte der Verkäufer das zufällig hier sehen, jetzt dieses Video dann nochmal, vielen, vielen Dank. In diesem Karton hier ist das Ganze bei mir angekommen. Das ist der typische Märklin-Karton der 70er Jahre und tatsächlich ist das Modell selber auch mehrfach hier drauf abgebildet, tatsächlich auf diesem Karton, denn es handelt sich ja um einen der wirklich ganz, ganz typischen Märklin-Klassiker. Wenn man das dann aufklappt, hat man hier de facto so einen kleinen Styroporkasten in der Pappe und das war's. Wer sich vor gut anderthalb Jahren das Schienenzeppelin 39777 gekauft hat, der hat auch so eine ähnliche Verpackung nochmal bekommen als Retro-Verpackung. Dafür, dass die jetzt von, ja, irgendwann aus den 70ern stammt, diese Verpackung, ist die eigentlich noch ganz gut in Schuss, auch nach der langen Zeit. Dann mit dabei und wirklich in hervorragendem Zustand ist hier die Anleitung gewesen. Und wenn man da reinschaut, das ist schon eine gewisse Freude, sich das so anzuschauen, was hier alles beschrieben wird. Da geht es wirklich noch um den ja, ganz, ganz klassischen Fahrtrichtungsumschalter, wo ich wirklich die Lokomotive schmieren kann, wie ich den Schleifer einstelle. Alles das wird hier beschrieben. Und dann haben wir noch, da es sich um einen Umbau auf digital handelt, mit einem Lokpilot 3, hier die entsprechende Anleitung von ESU. Wir gehen jetzt heute nicht auf den Decoder ein, aber wir schauen uns natürlich später nochmal den Umbau an. Und dann eine Sache, über die ich mich riesig gefreut habe und wo ich glaube, die sollten wir vielleicht alle mal öfter machen. Hier ist ein Beschreibungszettel dabei, der erstmal beschreibt, wann der Umbau war, anscheinend 2008. Was gemacht wurde, das heißt, welche Teile verwendet wurden. Hier soll nämlich jetzt ein Permanentmagnet HAMO mit der Artikelnummer ESU 51960 in dieser Lokomotive hier drin stecken. Der Original Märklin Flachanker, dann die Drossel mit der Artikelnummer, die Bürsten und eben der Decoder mit der Artikelnummer und den Funktionen, wobei wir hier nur Lichtfunktion und Rangiergang de facto eigentlich haben. Was ich daran besonders cool finde, normalerweise, wenn man so gebrauchte Lokomotiven kauft, ist das ja immer so ein ganz bisschen, ja, Wundertüte, was steckt denn da eigentlich drin? Und so ein Zettel gibt zumindest mir als Käufer dann auch die Sicherheit, dass ich weiß, derjenige, der das gemacht hat oder derjenige, der es mir jetzt verkauft hat, der hat sich auch Gedanken darum gemacht und ich muss nicht mal alles selber rausfinden. Also wenn ich jetzt nicht eine automatische Anmeldung hätte oder so, hier steht die Decoder-Adresse zum Beispiel drauf, hier stehen die Funktionen drauf, das ist alles wunderbar. Und vor allen Dingen auch, wenn ich so ein Teil hier als Ersatzteil bräuchte und es wurde was umgebaut, was nicht original ist, macht es das nochmal einfacher. Also ich werde es mir angewöhnen, ich habe es bisher auch nicht konsequent bei allen gebrauchten Lokomotiven gemacht. Vielleicht auch für euch eine Idee, gebt einfach einen kleinen Zettel mit, wo alles Wichtige draufsteht. Das macht es dem Käufer einfacher und wenn ihr das selber so kauft, macht es ja auch mehr Spaß.
Bevor wir jetzt unsere heutige Agenda mal so richtig durchgehen, was haben wir vor? Wir haben vor, natürlich ein bisschen Historie der Lokomotive bzw. der Baureihe. Wir werden mal reinschauen in das Modell und dann natürlich den Umbau sehen. Und wir werden uns den Fahreigenschaften widmen und dann schlussendlich am Ende der Frage, sollte man jetzt gebraucht kaufen, neu kaufen oder vielleicht komplett auf dieses Modell verzichten. Um damit mal direkt loszustarten, Historie. Die Baureihe 216, wenn ihr euch die anschaut und ihr schaut euch dieses Profil hier an, dann sagt ihr, das ist die oder eine der ganz klassischen Diesellokomotiven in Deutschland. Also dieses Profil kennt eigentlich jeder. Das liegt daran, dass es sich dabei vom Profil her nicht nur um die Baureihe 216 handelt, sondern de facto um eine ganze Reihe an Baureihen von über in Summe 900 Lokomotiven in Deutschland. Angefangen bei der 216 bis hin zur 225 und was ihr meistens kennt, wahrscheinlich die 218. Die haben obendrauf noch dieses V auf dem Dach. Das heißt also, da ist eine etwas andere Abgasanlage verbaut, ein anderer Motor, deutlich kräftiger. Aber es ist im Endeffekt eine ganze Lokomotivfamilie. Zurückgehen tut das Ganze auf die sogenannte V160. Das ist die Bezeichnung der Idee einer mittelschweren Strecken-Diesellokomotive. Das wurde in den 50er Jahren von der Bundesbahn als Idee geboren. Hintergrund war, dass zu dem Zeitpunkt die Dieselmotoren, die zur Verfügung standen, stärker wurden. Also bis dahin hatte man immer so um die 1300 PS maximal vielleicht pro Motor und hat dann zum Beispiel bei der V200, also einem der wirklich schweren Lokomotiven, tatsächlich auch zwei Motoren gesetzt. Man fing dann an, Einzelmotorlokomotiven in Betracht zu ziehen und hatte da dann mit der V160 endlich einen Motor, der zumindest mal 1900 PS gerade am Anfang geleistet hat. Und der wurde in diese sogenannte V160 reinkonstruiert. Man war dann so weit, dass man bis 1960 Prototypen zum Test an die Bundesbahn übergeben konnte. In der Zahl waren das 10 Stück, die gebaut wurden. Und diese 10 Stück erkennt man daran, dass die auch eine etwas andere Form haben. Also da gab es zum Beispiel die sogenannte Lollo oder Lolo, die hatte vorne so eine etwas rundere Form im Vergleich zu dieser sehr eckigen, dreieckigen hier. Das waren die Vorserienmodelle. Da gab es noch eine zweite Variante, die hatte noch so einen kleinen Knick. Also auch das kennt ihr vielleicht, wenn hier so ein kleiner Knick an dieser Ecke noch dran ist. Und dann ist es so, dass ihr auch ein Vorserienmodell habt, allerdings schon mit dem hier eher dreieckigen Frontstück. Das waren die ersten 10. Und dann wurden die wirklichen Serienmodelle zwischen 1964 und 68 ausgeliefert von dieser Lokomotive. Mittelschwer heißt, wir haben etwa 80 Tonnen Dienstgewicht gehabt am Anfang. Heißt, bei den, es waren genau 79, irgendwas Tonnen, hat man ungefähr 19,2 Tonnen pro Achse als Achslast gehabt. Also das war so ungefähr das Limit, das man mit einer vierachsigen Lokomotive hier erreichen konnte. Und ganz wichtig war, dass die doppeltraktionsfähig waren. Das heißt also, dass man die Möglichkeit hatte, mehrere davon, also zwei, zu koppeln und dann natürlich auch genau die richtige Menge an Zugkraft, an Traktion für den Zug eben zur Verfügung zu stellen. Gerade bei schweren Güterzügen, am Anfang waren die auch viel im Ruhrpott unterwegs mit Erzzügen, machte das Sinn, dass man zwei hintereinander koppelt. Also 1964 bis 68 die Serienmodelle hier ausgeliefert und quasi zeitgleich ging es dann schon in die Entwicklung weiterer verschiedener Modelle aus dieser Baureihe rein. Das würde für heute viel zu weit führen. Da gibt es aber tatsächlich auch Einzelmodelle wie eine Baureihe 219, wo mit einer Gasturbine probiert wurde. Also das war eine Baureihe, mit der extrem viel experimentiert wurde. Was noch herausragend oder ein bisschen besonders ist bei dieser Baureihe, die Kraftübertragung ist hydraulisch. Also bei den meisten größeren Lokomotiven, auch bei den Diesellokomotiven, haben wir ja oft eine dieselelektrische Übertragung. Das heißt, man hat einen Dieselmotor und hat aber eigentlich in den Drehgestellen dann Elektromotoren, die die Kraft auf die Räder bringen. Und bei dieser Lokomotive ist es tatsächlich so, ich habe dann Kardanwellen auf der Unterseite, die die beiden Drehgestelle eben antreiben. Und die beiden Achsen in den Drehgestellen sind auch synchron angetrieben. Das heißt also, ich habe beim Original dann also alle vier Achsen angetrieben, jeweils wie bei einem Allradauto eigentlich von der Mitte vom Getriebe ausgehend dann mit solchen Kardanwellen. Und das ist
tatsächlich mit so einer hydraulischen Antriebsweise was ein bisschen Besonderes und tatsächlich auch heute zumindest bei größeren Lokomotiven in der Regel so nicht mehr im Einsatz. Hat jetzt eher technische Gründe inzwischen, dass man mit den Elektromotoren deutlich effizienter arbeiten kann als mit einer Hydraulik, beziehungsweise auch deutlich einfacher arbeiten kann eigentlich. Aber das ist so ein bisschen was, was nochmal diese Baureihe hervorhebt. Was man wissen muss, ist also keine typische dieselelektrische Lokomotive, sondern eine dieselhydraulische Lokomotive. Genau. Noch eine Sache, die jetzt mal nicht die klassische Geschwindigkeit, Tankinhalt und so weiter, also das könnten wir hier auch alles machen, 120 km/h im Schnellgang, 80 km/h im Langsamgang, ich glaube 2700 Liter Tankinhalt und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles auch im Netz nachlesen, es gibt unglaublich viel Literatur, ich verlinke auch einiges unten. Interessant ist, dass eigentlich dieses, sag mal, Lokomotivgesicht, was ihr alle kennt, und bei vielen von euch, wenn man jetzt sagen würde, mal eine typische Diesellokomotive, würdet ihr vielleicht irgendwas so ein bisschen in dieser Form hier aufmalen. Dieses Gesicht hier vorne, das hat sehr, sehr große Ähnlichkeit zu der oder zu dem Versuchsträger V320. V320, wer das nicht kennt, das ist diese sehr lange, sehr, sehr kräftige Diesellokomotive, von der es auch nur ein Exemplar gab, die entwickelt wurde für die Deutsche Bundesbahn als schwere Diesellokomotive, wo die Bundesbahn allerdings gesagt hat, nee, wir möchten in dem Bereich auf Elektrolokomotiven setzen und haben nicht die Verwendung für viele schwere Diesellokomotiven. Allerdings hatte man da vorne schon eine schöne Front entwickelt und hat dann hier eine ähnliche Front umgesetzt. Warum ist man hier nicht bei dieser runden Front geblieben? Also nach dem, was ich in der Literatur gefunden habe, lag es daran, dass die runde Front erstmal teurer war und aufwendiger in der Produktion, wobei sich das auch irgendwie bedingt. Tatsächlich ist aber dieses Gesicht der Lok, worauf ich hinaus wollte, also diese typische dreieckige Form, das ist eine Entwicklung von einem Ingenieur, den heute, glaube ich, kaum einer noch kennt. Das ist der Klaus-Peter Flesche gewesen, geboren 1917, gestorben 1997. Der hat von 1938 bis 1941 Maschinenbau in Braunschweig studiert, war dann in verschiedenen Rüstungsbetrieben, ist danach ein bisschen in die Wohnungsbauwirtschaft gegangen und ist dann ab 1951 bei der MAN in Augsburg gelandet und hat dort Industriedesign gemacht, ganz, ganz viel im Bereich der Fahrzeuge. Also er hat Teile der S-Bahn in München zum Beispiel mitdesignt, die Wiesbadener Schwebebahn, da hat er bestimmte Wagen mitdesignt, Busse hat er ganz viel designt und das berühmteste Designstück von ihm, das kennen die meisten von euch auch, ist neben dieser Nase hier vorne bei der V320, die hier Verwendung fand, dann der sogenannte TEE gewesen. Das ist dieser Trans-Europe Express, dieser sehr ikonische Zug. Und das ist ein Designstück von dem Klaus-Peter Flesche gewesen. Also interessanter Mann, den kaum einer kennt. Und vor allen Dingen gibt es noch ein paar interessante Links zu ihm oder von ihm zu anderen Persönlichkeiten der deutschen Eisenbahngeschichte, wo man allerdings so ein bisschen ins Philosophieren kommt. Also ich sagte ja, er ist 1917 geboren und hat 1938 bis 1941 studiert in Braunschweig. Und in dem Trans-Europe Express zum Beispiel kam unter anderem ja Drehgestelle nach dem Herrn Kruckenberg zum Einsatz. Kruckenberg, wer sich daran erinnert, das war derjenige, der den Schienenzeppelin designt und ausprobiert hat, speziell auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin im Jahr 1929. 1929 war der Klaus-Peter Flesche ein kleiner 13-jähriger Bub und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er mit seinem Fahrrad und seinen Freunden an die Strecke oder an den Bahnhof gefahren ist, um Kruckenberg mit seinem Schienenzeppelin zu beobachten. Ein weiterer Punkt ist, 1938 bis 1941 hat er studiert, das heißt seine prägende Phase, was Design anging, in der er sich entschieden hat, warum möchte ich vielleicht Maschinenbau studieren und mich mit Lokdesign beschäftigen, war tatsächlich also in den 30er Jahren. Und da wird er mit Sicherheit viele Eindrücke bekommen haben von solchen Zügen wie der LBE, also der stromlinienförmigen Doppelstockwagen
Lokomotive der Lübeck-Büchener Eisenbahn oder dem Maffei-Wegmann-Zug. Also ihr wisst, welchen ich meine. Ich blende euch den hier nochmal ein. Oder vielleicht auch den stromlinienförmigen Dampflokomotiven. Also das war das, was ihn so in seiner Jugend geprägt hat, die Dinge, die er da gesehen hat als Design, vielleicht aber auch genauso eine U-52 oder eben ein Schienenzeppelin und die auch in Teilen natürlich später eingeflossen sind in seine eigenen Konzepte. Also ihr seht, da ist eine sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung über die verschiedenen Generationen, weil der Herr Kruckenberg war eine Generation Entwickler vorher. Und da sind die Dinge dann zusammengeflossen in dem Trans-Europe Express, also einerseits das Design von dem Klaus-Peter Flesche, auf der anderen Seite von dem Herrn Kruckenberg zum Beispiel, die Drehgestelle technisch. Also zu viel zu dem Klaus-Peter Flesche, aber ich fand es einfach ein ganz interessanter Fakt, dass diese Front, die wir alle ganz, ganz oft gesehen haben und die wir heute auch noch ganz oft sehen, sei es in Sondermodellen, in Hunderten von Modellbahnmodellen oder auch den tatsächlichen über 900 Lokomotiven der V160-Familie, tatsächlich zurückgeht auf das Design von jemandem, der auch diesen Trans-Europe Express designt hat. Genau. Also so viel mal zur grundsätzlichen Historie des Modells bzw. der V160. Also die sind ausgeliefert worden bis 1968, waren dann relativ lange im Einsatz, wurden ausgemustert 1993 bis 2004. Gebaut von dem Modell hier wurden 224 Stück. Und einer der Hauptgründe, warum die dann ausgemustert wurden, war tatsächlich, dass sie über eine sogenannte Dampfzugheizung verfügten. Das heißt also, in dem Zeitpunkt, wo diese Lokomotiven gebaut wurden, war es noch nicht möglich, eine elektrische Zugheizung in einem Dieselmotorkonzept umzusetzen in der Form. Das ging erst ein paar Jahre später. Und deswegen hat man eine Dampfzugheizung eingebaut, hat dann aber eben diese Lokomotive nicht mehr für Personenzüge einsetzen können, spätestens in den 90er Jahren, weil man gar keine Wagen mehr hatte, die eine Dampfzugheizung überhaupt akzeptiert haben. Sondern das waren alles in Deutschland schon elektrische Zugheizungen. Dementsprechend sind die Lokomotiven dann auch, die noch übrig waren, 1998 an die DB Cargo gegangen und waren im reinen Güterzugbetrieb im Einsatz. Einige fahren heute noch, die wurden weiterverkauft, wurden also ausgemustert bei der Bundesbahn und sind aber bis heute dann noch im Einsatz. Teilweise sogar bei Privatleuten. Und das soll jetzt mal das Thema Geschichte so ein bisschen abschließen. Ich würde jetzt mit euch sehr gerne eigentlich die Details des Modells hier besprechen. Das Problem ist, das Modell hat keine. Das heißt also, das können wir tatsächlich so auf diese Art hier machen. Ihr könnt es euch anschauen und wir sehen, es gibt keinerlei angesetzte Griffstangen. Das ist alles Teil der Gussform. Wir haben hier vorne auch keine Griffstangen oder irgendwelche Scheibenwischer oder irgendwas. Wir haben auch keine wirklich ausgeprägte Kupplung. Das ist alles Teil der Gussform, selbst bei den Lichtern, was man hier vielleicht sehen könnte. Wir haben die Frontscheinwerfer, die sind echt. Und in der Mitte liegen diese kleinen roten Lämpchen hier. Das sind einfach nur ja, Auslassungen von Farbe. Tatsächlich, was das Modell ganz gut macht, es gibt die Proportionen richtig wieder. Und weil das hier ein Modell ist aus den 70er Jahren, habe ich auch nicht das Problem, was ich bei anderen Modellen habe, dass ich hier einen Mix von Baureihen habe. Denn als dieses Modell hier auf den Markt kam, gab es nur die 216. Das stammt nämlich tatsächlich aus einer Gussform aus den 60ern. Das Modell selber wurde am Anfang auch tatsächlich noch mit einer Beschriftung V160 ausgeliefert und ist erst später dann in der zweiten Variante, die wir hier haben, auf 216-0257 übergegangen. Hier bei diesem Modell ist es auch so, dass das Ganze in Silber abgedruckt ist. Später, ab 1972 müsste das gewesen sein oder 73, wurde die Bedruckung in Weiß gemacht. Hier bei mir ist die noch in Silber auf dem Modell. Das ist also ein relativ kurzer Zeitraum, in dem das so gebaut wurde. Ich glaube, 3-4 Jahre ungefähr. Und tatsächlich hat MacLean dieses Modell einfach immer fortgeführt. Das heißt, wenn ihr heute die Start-up-Baureihe 216 kauft, habt ihr de facto die gleiche Gussform wie damals. Und die ist, ich habe es eben gesagt, sie ist nicht schlecht, aber sie ist wirklich grundlegend. Also die Proportionen sind richtig wiedergegeben, die Details, die da sind quasi, ja, die sind auch okay,
aber es handelt sich echt um eine Spielzeuglokomotive. Also die wenigsten Lokomotiven heutzutage, mit denen könnt ihr das machen, was ich gerade gemacht habe, ohne dass was kaputt geht. Dieses Modell hält das problemlos aus. Deswegen ist sie heute in der Startup-Kategorie drin und deswegen könnte es für euch natürlich auch extrem spannend sein, wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einer vergleichsweise günstigen Lokomotive. Was jetzt in meinem Umbau hier drin steckt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wie sollen wir das Ganze öffnen? Schauen wir mal in die Anleitung rein. Und so sieht das Ganze hier aus. Da gibt es tatsächlich gar keine Beschreibung hier, wie man diese Lokomotive öffnet, denn das ist denkbar einfach. Wir haben hier eine kleine Schraube auf der Oberseite und das war's. Der Rest aus der Anleitung von damals wird wahrscheinlich in dem Modell, was ich hier habe, durch die Anpassungen gar nicht mehr so viel zu sagen haben. Wir haben hier laut dem Vorbesitzer, er hat es hier sehr schön ausgedruckt und mir mitgegeben. Ich wiederhole nochmal, ich finde das genial. Ich glaube, das sollten wir uns alle angewöhnen, wenn wir Lokomotiven umbauen oder bearbeiten und wir verkaufen die weiter, dass wir sowas mitgeben. Wir sollen hier einen Gleichstrommotor haben mit Permanentmagnet von ESU mit dem original Märklin Flachanker, wie es hier steht, dann mit den entsprechenden Drosseln und Bürsten und dann hier den Decoder. Das Ganze wurde gemacht, wie ihr seht hier, 2008 bzw. 2009. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Schrauben also hier einmal unsere Lokomotive auf dem Dach auf. So, dann ganz einfach abheben, Plastikgehäuse, gibt nichts weiter jetzt hier zu berichten. Also wirklich ein ganz, ganz leichtes, einfaches Gehäuse, wiegt wirklich gar nichts. Und so sieht unsere Lokomotive dann von innen drin aus. Tatsächlich ist dieser Umbau wirklich richtig professionell. Zumindest auf den ersten Blick habe ich so diesen Eindruck hier. Wir haben also hier den eben angesprochenen Decoder. Wir haben tatsächlich hier eine Verteilerplatine im vorderen Bereich, wo über kleine Stecker tatsächlich hier die Kabel alle angeschlossen sind. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite unseren Motor mit dem neuen Magneten. Das ist der hier. Da seht ihr ihn. Und da bleibt auch mein kleiner Schraubenzieher hier dran hängen. Ansonsten hat dieser Motor ja keinen Permanentmagneten gehabt. Und wir hätten im Original hier auf der anderen Seite tatsächlich auch diesen Fahrtrichtungsumschalter gehabt. So habt ihr, wie ihr seht, hier in dieser Lokomotive wirklich massenhaft Platz. Also wenn ihr euch das anschaut, wie viel Luftraum hier drin ist, hier wäre auch noch unglaublich viel Platz für einen Sounddecoder und dann hätte man die perfekte Spiellokomotive, weil dann hat man Soundfunktion und gleichzeitig tatsächlich hier ein Modell, was ein Kind de facto eigentlich auch nicht kaputt machen kann, beziehungsweise was aus meiner Sicht mechanisch auch fast unkaputtbar ist. Hier jetzt wirklich mit einem schönen Umbau. Also was hier schöner als ich das selber tatsächlich mache, wenn ich das mache, mit diesem kleinen Gummischlauch, mit dem die Kabel hier festgehalten werden und so. Das ist schon richtig, richtig gut. Ihr seht hier auch wunderbar, wie das aussieht, wenn jemand richtig schön die Kabel hier ordentlich anlötet. Gleichzeitig aber auch noch die normalen Glühlampen hier vorne drin. Also ich denke mal, das ist ein sehr gelungenes Beispiel für einen Umbau einer Lokomotive in den Digitalbereich. Wie genau das geht, gibt es ganz tolle Videos, zum Beispiel auch von Märklin. Die verlinke ich euch am Ende des Videos hier auch nochmal und unten im Text. Könnt ihr euch dann direkt nochmal anschauen dort. Gehen wir heute mal nicht zu sehr drauf ein. Aber wenn ihr das so anschaut, das ist wirklich einfach und in Kombination mit so einer Anleitung hier, muss man sagen, wirklich richtig, richtig gut. Ergibt aber auch ein konsistentes Bild. Der Zettel sehr professionell, der Umbau sehr professionell. Also entweder wurde das jetzt von einem Händler tatsächlich gemacht, das könnte ich mir auch vorstellen, oder der Vorbesitzer selbst hat hier eben sehr viel Wert drauf gelegt, das professionell zu machen.
gefällt mir richtig gut und spricht auch jetzt dafür, dass er viele Jahre noch so in der Form weiterlaufen kann mit diesem Umbau. Und wie ihr seht, der Umbau ist ultra gelungen. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Er ist viel hochwertiger, als ich gedacht habe. Es gibt ja immer die Wundertüte Gebrauchtlokomotive und ganz oft habt ihr ja entweder keine hochwertigen Komponenten drin oder es ist ein bisschen schludrig gebaut. Man hat vielleicht auch jetzt nicht die höchsten Fähigkeiten im Löten gehabt, wenn man es selber umgebaut hat. Das ist hier alles nicht der Fall. Das heißt also tatsächlich hier bei der Lok, so wie sie hier ist, aus meiner Sicht absoluter Glücksfall. Zumindest was den Umbau angeht. Denn die Fahreigenschaften, das Wichtigste bei so einer Lokomotive, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Damit herzlich willkommen auf der Anlage. Altbekanntes Spiel. Wir fahren jetzt hier erstmal die Testrunde. Das heißt einfach Vollgas im Kreis und schauen, wie die Lokomotive sich verhält. Steuern tue ich heute wieder über die App meiner Central Station. Das heißt, ich kann hier wunderbar Gas geben, kann dort eben auch das Licht an- und ausschalten. Das haben wir jetzt schon an. Da seht ihr es, da geht es an und aus. Das ist das Licht der Lokomotive. Ja, und jetzt gebe ich einfach mal Vollgas und wir gucken mal, wie die sich mit dem Lokpilot 3 hier verhält. Da habt ihr es gesehen, also soweit so unauffällig tatsächlich vom Fahrgeräusch her jetzt Live-Eindruck. Recht intensiv, man hört also den Motor auf jeden Fall raus, insbesondere weil ja auch so viele Zahnräder drin sind. Eingestellt bei dem Lokpilot ist hier jetzt offensichtlich eine ganz mittlere Höchstgeschwindigkeit tatsächlich. Und eine sehr kurze Beschleunigung, wie ihr hört. Ja. Und genauso auch eine sehr kurze Bremsung. Die Höchstgeschwindigkeit ist tatsächlich auch nicht so übertrieben hier. Was aber wirklich hervorragend ist, und das muss man hier mal sehen, wir sprechen hier von einer Lokomotive Ende der 70er Jahre, bei der eigentlich nur der Decoder und der Magnet getauscht wurden. Und wenn ich mir da die Langsamfahr- bzw. Beschleunigungseigenschaften angucke, das ist komplett rund. Da gibt es also kein Zucken, kein Rucken oder ähnliches, sondern ich habe hier eine komplette runde Beschleunigung. Kann auch, wie ihr seht, sehr langsam fahren, wenn ich möchte, kann auch ein bisschen schneller fahren. Also da muss man sagen, reicht tatsächlich ein Magnet zum Austausch plus ein ordentlicher Decoder. Und ich habe wirklich Fahreigenschaften, die sich schon sehr nah an einem modernen Modell bewegen. Bis auf die Lautstärke vielleicht, was hier aber tatsächlich an der Mechanik natürlich liegt.
Jetzt habt ihr es gesehen. Also nicht nur der Umbau ist toll, sondern auch die Fahreigenschaften der Lok hier sind zumindest echt gut. Sie sind nicht auf dem Niveau einer ganz neuen, richtig teuren Lokomotive. Dafür ist sie auch viel zu laut und dafür hat auch der Lokpilot 3, glaube ich, nicht die feinste Regelung, plus nochmal diesen Motor mit den etwas groben Zahnrädern. Das kommt einfach nicht ran von der Fahrqualität an das, was ihr jetzt vielleicht bei einer nagelneuen 400-500 € Lokomotive erwarten würdet. Allerdings für 60 € inklusive Versand von eBay ist das schon wirklich Königsklasse. Das fährt sich viel, viel besser als zum Beispiel die neue Pico. Es gibt eine Pico Hobby, Baureihe 216. Die fährt sich nach meiner Erfahrung weniger genau und weniger aufwandslos. Also man merkt wirklich hier, die Technik, die MacLean damals entwickelt hat, ist von der mechanischen Seite her extrem ausgereift. Das heißt also, das ist wirklich so, dass es auch noch sehr, sehr lange Zeit sehr gut funktionieren kann. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein Punkt, der dafür spricht, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht die Wundertüte von eBay, dass ihr vielleicht euch überlegt, das Modell in der Startup-Variante irgendwo im Angebot neu zu kaufen. Weil dann habt ihr die Mechanik, die auf Ewigkeit ausgelegt ist. Ihr habt das Lokchassis, was kindergeeignet ist, falls bei euch auch mal Kinder mit der Modellbahn spielen sollen. Und ihr habt auf der anderen Seite dann eben nicht das Glücksspiel eBay. Ihr habt aber 120 € ausgegeben. Wenn ihr jetzt also eine detaillierte 216 sucht und ihr habt nur ein Budget von 120 €, würde ich euch empfehlen, einfach noch ein bisschen zu sparen. Ab so ungefähr 200 € gehen die Modelle los, die dann auch eine Soundfunktion haben, die deutlich detaillierter sind und wirklich in den Modellbahnbereich reingehen. Hier sind wir ja tatsächlich noch im Bereich Spielbahn. Die andere Alternative ist, ihr kauft euch eine analoge Lokomotive und digitalisiert die selber. Wenn ihr diese Fähigkeiten habt, ist das vielleicht auch eine gute Option. Dann wisst ihr zumindest, was da drin steckt und ihr wisst auch selber, was da gemacht wurde. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage, hängt von euren Fähigkeiten ab, aber ihr wisst zumindest, was gemacht wurde. Also auch das wäre eine Idee. In Summe kann ich sagen, ich bin mit meinem Kauf hier sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Deal gemacht, 60 € für einen wirklich hochqualitativen Umbau, der auch noch gut funktioniert und auch optisch in einem akzeptablen, bespielten Zustand ist. Also die Lok ist jetzt bei mir nicht in einem Top-Zustand, unbespielt oder so, klar. Aber dann wäre ich, glaube ich, auch nicht mit 60 € rausgegangen aus dem Geschäft. Was bleibt in Erinnerung? Tatsächlich die Liebe zum Detail des Vorbesitzers. Das heißt also, der hochwertige Dokumentation, die hochwertige Umbau, alle diese Dinge, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele von euch draußen, die ähnlich liebevoll mit ihrer Modellbahn umgehen. Und deswegen bleibt mein persönliches Fazit, probiert's gerne über eBay. Ich bin bisher öfter positiv als negativ überrascht worden, selbst dort. Und ja, sollte euch das zu risikoreich sein, ich habe euch unten auch natürlich die neue Variante über Amazon verlinkt. Dann könnt ihr euch quasi den Klassiker in neu kaufen und tatsächlich in dem Fall dann auch wirklich den Klassiker technisch bekommen und nicht nur optisch. In diesem Sinne freut mich, dass ihr so lange dabei wart und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ciao.